Urhätzchen, ist das nicht gleich viel besser? Du siehst so niedlich aus, ich könnte dich glatt auffressen und du kannst noch viel mehr anprobieren. Keine falsche Schüchternheit, du kannst mich jederzeit besuchen. Ich habe die kleinen Modeschauen mit meiner Enkelin immer geliebt. Oh, was ist das? Du hast ganz unten in der Schublade einen Umschlag gefunden. Wie merkwürdig, aber spann mich nicht so auf die Folter, öffne ihn. Was ist drin? Fotos und Briefe? Oh, das sind meine. Wie sind die denn dort gelandet? Sehr rätselhaft. Sieh nur, das ist die Handschrift meines Mannes. Oh, ziemlich unleserlich. Ich weiß, er war nie besonders grazil. Dafür aber sehr geschickt und so voller Liebe. Oh, und da. Mein Garten hinter dem Haus. Siehst du die ganzen Bäume? Mein lieber Eugene hat für jedes unserer Kinder eingepflanzt. Und später auch für unsere Enkel. Wir hatten Bäume voller Äpfel, Kirschen, Birnen. Ich weiß noch, wie meine Enkelin im Apfelbau ihrer Mutter gespielt hat. Wundervolle Erinnerung. Oh, ich komme schon wieder vom 100. ins 1000. Geh nur, Schätzchen. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Na Mensch. Bisher hatte ich noch nicht wirklich darüber nachgedacht, aber Stella, dieser Obstgarten sieht fast genauso aus wie der, den mein Mann gebaut hat. Hast du all diese kleinen Details gesehen? Ja, er war ein Meister der Holzarbeit, zumindest solange er seine Hände noch benutzen konnte. Als unsere erste Tochter geboren wurde, haben wir auch unseren ersten Apfelbaum gepflanzt. Du solltest auch einen Baum pflanzen. Natürlich wird es einige Zeit dauern, bis er Früchte trägt, aber wenn er erstmal wächst, wird er dich mit Stolz erfüllen und ein Leben lang begleiten. Oh, ich rede wieder wie ein Wasserfall. Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Ja, wehe, das hat keinen Erfolg hier. Mach das. Wir fällen einen Baum. Dum, 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 dum. Links, rechts, links, rechts. Ups. Na gut, Wildfang. In ihrem Brief meinte Olga, dass Giovanni sich hier herumgetrieben haben könnte. So wie ich ihn kenne, bezweifle ich das aber. An einem Ort wie diesem würde er nicht lange bleiben. Aber wer weiß, vielleicht finden wir ein paar Hinweise, wenn du dich etwas umhörst. Das überlasse ich dir. Ich möchte nicht zu weit weg von hier. Die Luftfeuchtigkeit macht mir schwer zu schaffen. Geh nur, du wirst sicher etwas Interessantes finden. Ah ja, den habe ich noch nicht. Das kann ich jetzt aber. Ha. Jawohl. Ja, ich erinnere mich nicht an seinen Namen. In dieser Nacht waren Namen nicht wichtig, wenn du weißt, was ich meine. Ich erinnere mich aber an seine Beine. Oh, Junge. Moment, er hat eine Ehefrau? Das hat er nie erwähnt. Meinte aber, dass er unterwegs nach Furugawa sei. Also, wenn du ihn je treffen solltest, sag ihm, dass seine Eileen ihn vermisst. Das ist echt super. Wenn wir schon mal hier sind, kann ich noch Pilze sammeln. Da gab es nichts. Hier ist noch ein Baum. Erdbeerchen, die nehmen wir auch mit. Hier ist noch ein Baum. Naja, die Erze können wir auch noch mitnehmen. Kalkstein, sogar noch besser. Na komm, wenn wir schon mal hier sind. Was wir haben, haben wir. Wer weiß, wofür wir das noch alles brauchen. Und da ich ja so talentiert im Holzschnibbeln bin, kommen da ja am Ende leider nie so viele raus, wie ich es gerne hätte. Echt immer ein bisschen nervig, aber gut.
So ein Pech. Er war also hier und er hat jemanden kennengelernt. Nein, sag es mir nicht. Ich möchte es nicht wissen. Na schön, vielleicht doch. Aber nur ein winziges bisschen. Nur, wohin er gegangen ist? Nach Furugawa? Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Es soll sehr schön sein dort. Zumindest stand es so in der Broschüre. Ich mochte diese bunten Handzettel schon immer. Damit kann man auf Reisen gehen, ohne aufstehen zu müssen. Na gut, Wildfang. Sehen wir uns die Sache mal an. Na los, ihr beiden. Hopp, hopp. Vielleicht ist sie losgezogen, um den Kopf frei zu bekommen. Du solltest dich auf die Suche nach deiner Freundin machen, Stella. Ja, gar nicht so einfach. Siehst du, die Gute freut sich auch. Stella, dieser Baum ist so schnell gewachsen. Ich bin mir sicher, dass das zum Großteil an der Liebe liegt, die du ihm geschenkt hast. Die Gesetze dieser Welt würden das jedenfalls zulassen. Nun, ich bin froh, dass der Baum nun ausgewachsen ist. Ich weiß, dass er dir wundervolle Erinnerungen schenken kann. Stella, ich habe nachgedacht. Mein ganzes Leben lang musste ich mich um andere kümmern. Kochen, putzen, die Kinder versorgen. Sie sind ein wahrer Segen, aber ich hatte nie Zeit für Aufregung, Abenteuer. Ich dachte, also natürlich nur, falls es nicht zu viel Aufwand ist. Und da wir sowieso die ganze Zeit über viel herumreisen. Nun ja, ob du vielleicht auf eine kleine Reise mit mir gehen könntest? Nur du und ich? Wir werden jede Menge Spaß haben, das verspreche ich. Wie wäre es mit einer kleinen Ortschaft, Nordweiler? Wie ich gehört habe, sieht es dort aus wie in meinem schwedischen Liebesroman. Oh, diese Bücher verschlinge ich geradezu. Wie, du magst sie auch? Ich wusste doch, dass du klasse hast. Nun ja, wenn wir mal in der Gegend sind, könnten wir dort eine schöne Zeit verbringen. Jawohl, einmal Rosemunder Pilcher. Machen sich alle selbstständig. Wo kommen wir denn da hin? Hast du Summa heute gesehen? Ich glaube, sie kam heute Morgen nicht aus ihrem Haus. Merkwürdig. Normalerweise ist sie schon vor Sonnenaufgang wach. Irgendetwas scheint mit ihrem Haus nicht zu stimmen. Vielleicht könnte Albert, der Schiffsbauer, uns helfen. Cool. Okay, wir sind da. Gehen wir runter. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Seltsam. Ist das wirklich sein Duft? Diese ganz besondere Mischung aus Moschus und Nonchalance. Er muss vor kurzem hier gewesen sein. Schnell Wildfang. Lass uns die Leute fragen. Ja. Giovanni, dieser Name, sprich ihn nicht aus. Er hätte beinahe meine Ehe ruiniert. Er kam vor einem Monat hierher, großer Kerl, hielt sich für den Boss. Zum Glück kam meine Frau wieder zur Vernunft. Angeblich gefiel ihm das Wetter hier nicht. Auf Nimmerwiedersehen. Ein Reisfeld benötigt ständige Pflege. Das ist Vollzeitarbeit. Ich würde lieber Mangos essen und den Sonnenuntergang genießen. Wo ist mein Bruder? Er sollte hier sein. Tja. Das heißt also, eigentlich ist er schon gar nicht mehr da. Nicht auch so ein Schrein?
So kann ich hier gar nichts machen. Hui. Ha. Altes signiertes Poster. Ja, cool. Na, kommt schon. Ah, shit. Kriege ich echt noch nicht. Na gut, dann beim nächsten Mal. Mhm. Es tut mir leid, Stella. Ich verflucht noch eins. Genug ist genug. Ich habe keine Lust mehr, meine Zeit zu verschwenden. Ich werde nicht mehr nach diesem Strolch suchen. Ich brauche ihn nicht, um glücklich zu sein. Ich möchte seine dummen Witze und sein ständiges Jammer nicht mehr hören. Ich habe es satt, wegen seines blumigen Parfüms nicht mehr atmen zu können. Ich brauche seine andauernden Lobeshymnen auf mich nicht. Ich muss seine extravagante Mähne nicht sehen. Ich will keine. Ich. Lass uns auf Schiff zurückkehren, Wildfang. Mhm. Oh, nicht die Glocke läuten. Nein, nein, nein. Ich habe gehört, dass wir wieder einen Brief von Olga bekommen haben. Mascha, sagst du? Das ist ihre Schwester. Und sie könnte etwas über Giovannis Aufenthaltsort wissen. Mhm. Okay, gut. Drehen wir mit ihr. Sie ist, wie soll ich es ausdrücken? Eigentümlich. Wir beide. Sagen wir einfach, dass wir uns nie wirklich angefreundet haben. Oh, und Stella. Danke, dass du meine Botin bist. Du bist wundervoll. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, oft, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.